Herzlich willkommen zur nächsten Tomb Raider Definitive Edition Episode hier auf Replay Games for You. Ich bin Suivo. Wir machen natürlich dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wir hatten ja zuletzt diese Dokumente und Kram bekommen, haben diesen kurzen Kampfabschnitt überlebt gehabt und müssen jetzt hier weiter. Durch den engen Spalt. Was ist hier los? Ich schaff das. Okay. Ob sie das wirklich schafft, weiß ich noch nicht. Okay. Wir müssen auf jeden Fall nach oben drücken, um nach oben zu kommen. Also wundert euch nicht. Wir müssen hier schon was machen. Aber hier sieht schon gut aus, ey. Richtig geil. Ich hoffe, dass das alles noch viel schärfer und noch besser wird in der nächsten, also in der aktuellen Generation. Auch wenn man hier schon einiges Gutes zu sehen hat. Das hört sich nicht gut an. Muss man sozusagen. Ich komme, Roth! Eieiei, der sieht nett gesund aus. Gott hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. Ach, so übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Komm. Oh Mann. Da ist auf jeden Fall auch ein Lager. So viel dazu. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Stell dich aber nicht mal so an hier, so schwer ist der bestimmt auch nicht. Ja, wir gehen jetzt den Rucksack von den Wölfen holen, denke ich mal. Diese Tropfen sind ja geil. Sieht richtig gut aus. Fußspuren. Was mache ich jetzt bloß? Wir gehen den Rucksack holen. Alte. Ist ja wohl logisch, oder? Das Rudel ist irgendwo da oben. Irgendwo da oben. Ah. Wir gucken erstmal, ob wir irgendwas verbessern können. Ah, Fähigkeitenpunkt. Okay. Gucken, was hier so ist. Okay. Das können wir noch gar nicht verbessern. Die Gewichtheber. Ich glaube, das können wir alles noch gar nicht machen hier. Wir müssen erstmal das hier dann machen, wenn dann. Gucken wir erstmal, was hier drüben noch so ist bei den Überlebenssachen. Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteldrohnen. Das sind die Kisten und uns auch um zusätzlich Bergungsgut zu erhalten. Das machen wir. Okay, dann kriegen wir mehr Bergungsgut und können unsere Waffen besser ausleveln. Das klingt nach einem guten Plan, finde ich. Persönlich. So, da oben soll es irgendwie sein. Und wo bin ich denn überhaupt gekommen? Ich würde mir jetzt hier gerne erstmal alles angucken, so ein bisschen. Alter, der Huhn bleibt stehen. Hey, hey. 6 Bergungsgut gab's für das Kackhuhn. Ist ja unglaublich.
Du Hund, bleib stehen. Alter, ich hab's erwischt. Gott sei Dank. Kakun rennt da rum wie so ein geflocktes Wildvieh, ey. Da haben wir auch noch eine Bergungsgutkiste. Wieder 10 mehr. Was war das? Sind wir da runtergerutscht? Ist ja interessant. Darum geht's also nicht hoch. Da gibt's neue Pfeile. Das können wir vielleicht anstecken. Das da, das sieht auch irgendwie interessant aus. Bringt aber wahrscheinlich nichts. Da ist wieder was zum Anstecken. Da haben wir noch Munition. Für den Bogen. Das hilft uns alles nichts hier. Hier waren wir schon. Hier können wir was zum Anstecken anmachen. Okay, dann gucken wir mal, dass wir die Sachen da anstecken. Da oben hat auch was geleuchtet. Schauen wir mal, hier, das können wir bestimmt anstecken. Genau, kriegen wir wieder eine Bergungsgutkiste. Praktisch. Das wandelt sich wieder. Dann gucken wir mal, ob wir hier drüben das Ding anstecken können. Ne, das geht also nicht, okay. Hätte aber ja sein können. Das hier. Können wir auch nichts mit anfangen. Da wahrscheinlich auch nicht wirklich. Hier ist er doch bestimmt irgendwas. Oder? Vielleicht auch nicht. Kann man hier irgendwo hinhüpfen? Okay, hier konnten wir tatsächlich dran springen. Das habe ich nicht wirklich gedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, das ging. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Hier können wir das anstecken. Gut. Machen wir das doch. Alles klar. So, da waren wir ja schon, glaube ich. Bin hier aktuell so ein bisschen errichtungstechnisch verloren, muss ich zugeben. Das sieht doch an sich ganz gut aus hier. Ist hier so. Wollen wir hier noch irgendwas Interessantes finden? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier in dem ganzen Haus, Häuserkomplex Kram kein einziges Dokument oder Buch oder sowas mal ist. Bisschen seltsam. Aber es sieht, da ist noch eine Gutkiste. Okay. Hier geht's wieder nach unten. Das will ich ja auch nicht. Wir müssen ja weiter nach oben insgesamt. So, da ist noch eine Kiste. Es gibt haufenweise Sachen hier einfach zu entdecken. Ist der Wahnsinn. So, da oben waren wir schon. So, hier geht's wieder raus. Alles klar. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden können. Da geht's nicht hoch. Da an der Kante auch nicht, okay. Alles klar, darum geht es also nicht nach oben. Heftig, ey, was ist, wie weitläufig das hier auch ist. Und dass man da wirklich jetzt hier suchen muss, wo man rum muss und alles. Wenn man hier über diese. Okay, da ist das Feuer ausgegangen. So, was ist jetzt los? Da hat ein Blitz eingeschlagen. Lass mal neues Feuer mitnehmen. Schaden kann es nämlich nicht. Gehen wir erstmal hier rum. Kiste.
Das bringt nichts. Alles klar. So, dann haben wir die Kiste auch geholt, die wir da die ganze Zeit schon gesehen haben. Gehen wir hier weiter hoch irgendwie. Irgendwann kommen wir wahrscheinlich da an, wo wir ankommen müssen. Das ist jetzt einfach mal meine Vermutung. So. Hier rum, würde ich sagen. Auch wenn hier scheinbar gar nichts ist. Kommen wir da hoch? Den hier nicht. Nee. Hey. Hier vorne ist auf jeden Fall das Rudel dann da. Da ist ein Viech. Da war ein Vogel auf jeden Fall. Wie auch immer. Wir müssen, denke ich, hier rein. Weil da das ist. Na super. Scheinbar ist Knarre cooler als Bogen zum Kämpfen. Wo ist denn da reingerannt? Das ist doch scheiße. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ich will auch nur den Rucksack. Das würde aber nicht klappen. Okay. Als ob. Als ob. Ah, wenn du Face war. Viereck. Dreck. Komm. Und jetzt? Ist er tot, ja? Oh Mann. Das war knapp. Ja, dass das nicht so einfach wird, war ja wohl offensichtlich, oder? Gutes Mädchen. Irgendwie so eine Art Seil oder nicht, das letzte Mal. Hier, genau. Okay, geht doch. Okay. Da müssen wir irgendwie hinkommen wieder. Das geht doch sogar. Jetzt schießen wir mal noch tot, das komische Hühnchen. So, jetzt sind wir angekommen. Das sieht gut aus. Perfekt. Ging ja eigentlich mit nur einem Hund. Hab mir mehr erwartet. Lass mich raten, er ist tot. Flicken wir dich zusammen. Okay, vielleicht auch nicht. Okay, dann ist er halt noch am Leben. Was soll's. Und nicht weiter schwimmen. Ross. Alles klar, Kim. Komm her.
schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erst mal eine Weile nicht klettern. Also musst du ja, es machen. Ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Nee. Du weißt es nur noch nicht. Was war's sonst? Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Ja, Lara, dann können wir jetzt mal unsere nächste Mission zeigen, was da eigentlich so abgeht. Auch wenn ich nicht so richtig Lust habe. Aber was soll's, wir haben ja keine Wahl. Wir müssen ja irgendwie wieder von der Insel wegkommen. Eine Kletteraxt haben wir bekommen. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Erstmal gehen wir hier ins Lager und gucken mal, was wir generell so machen können. Gott sei Dank hat Dorf mich trainiert. So. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Gibt's denn hier noch so? Es ist klar, dass hier Menschen leben. Das klingt gut. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Ausrüstung. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Das finde ich gut. Erhöhter Schaden und weniger Rückstoß ist immer gut. Sonst können wir uns auch nichts mehr leisten und haben auch nicht, ja gut, haben nicht genug Material, ist klar. So. Das war Laras drittes Tagebuch. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt da hochgehen, machen wir an der Stelle wieder einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.